Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video ist ein bisschen speziell. Einige von euch werden sich vielleicht wundern, aber dieses Video ist schon ein bisschen älter. Also wir haben diesen Part, den ihr jetzt von dem Video seht, das ist der Part 1, der ist schon, den haben wir schon vor langer, langer Zeit gefilmt. Und wir haben, es gibt noch ein Part 2, den haben wir etwas später gefilmt und dazwischen liegt eine ganze Zeit, weil Sachen ein bisschen gedauert haben in der Lieferung und sowas, aber wir wollten euch das... Ja, wir haben das Video erst fertig geschnitten, als das Auto auch komplett fertig war. Deswegen nicht wundern, wenn dieses Video, was jetzt kommt, ein bisschen in die Vergangenheit blicken lässt. Also trotzdem, viel Spaß beim Zuschauen. Heute geht es um Amarok. Und zwar nicht um unseren großen hier, sondern um einen, der noch ganz klein ist, ganz Serie. Auch ein V6 TDI, also eigentlich das gleiche Auto wie unser. Nur halt noch komplett jungfräulich und klein und schmal und zahm. Und das wollten wir euch einfach nochmal hier kurz zeigen, bevor wir jetzt gleich in der Werkstatt zerpflücken, wie krass dieser Unterschied einfach ist. Ich meine, wenn man es jetzt mal hier sieht, also ich lege jetzt auf beide Hauben meine Hand und das ist ja schon ein Unterschied. Ne? Ich meine, hier ist das so, das ist schon immer ein Wahnsinnsunterschied. Man vergisst immer, wie groß der hier ist und wie klein so ein, und vor allem auch schmal. Ich meine, guck dir die Kurvenverbreitung hier, das kriege ich gerade mit so einer Fingerspanne hin und hier noch nicht mal die Hälfte. Der kriegt nämlich auch eine etwas sagen wir, maskuline Kur. Und zwar kriegt er auch einen Höherlegungssatz, andere Reifen, andere Felgen, auch kleine Kotflügelverbreitungen, so Flaps, die hier drüber gehen, Bügel, Frontbügel, und das zeige ich euch gleich alles in der Werkstatt. Es gibt daran eine Spezialität, die wir noch nie verbaut haben, nämlich ein komplett neues Fahrwerk von Pedder Suspension. Was erzähle ich euch gleich in der Werkstatt mal, weil das ist richtig geil. Gehen wir mal. Was hast du da gefunden? Auch ich habe hier so ein einsames Blümchen gefunden und ich finde, das kann man ruhig mal so zeigen. So hatte ich die OP verändert. So, jetzt sind wir in der Werkstatt und Vorderachse wurde auch schon ausgebaut von den Jungs. Darf nun so unterstützend hier arbeiten quasi. Ich darf noch nicht aktiv schrauben. Du bist jetzt der Werkstattmanager. Ich bin die Werkstattfee, die jetzt überall immer rumflattert und guckt, wer hier was macht und ob die das auch richtig machen. Schöner Job. Ja, also Dämpfer vorne. Habt ihr auch, glaube ich, schon mal gesehen, wenn ihr alle unsere Videos guckt, was ich hoffe. Wer nicht. Und früher hatten wir die Höherlegung ja immer vorne über seine Distanzhülse quasi gemacht, die den unteren Federteller um 4 cm nach oben verlagert. Das war zwar für die Optik, diese 4 cm war zwar cool, aber vom Fahrverhalten war das ähnlich wie, als wenn man mit einem originalen Dämpfer eine Tieferlegungsfeder einbaut. Sieht zwar im ersten Moment irgendwie cool aus, fährt sich aber nicht ganz so, wie es sein soll. Und in diesem Fall hatte die Feder einfach dadurch, dass sie viel mehr zusammengepresst wurde, eine viel höhere Vorspannung, worauf der Dämpfer gar nicht ausgelegt war und was dann wirklich ein sehr, ja, sehr hartes Ausfedern. Also man hat so das Gefühl gehabt, dass der Dämpfer ständig im Vollen ausgeschlagen ist und wenn so ein Auto einfedert und dann wieder ausfedert, das merkst du dann halt, dass es dann wirklich beim Ausfedern so auf den Anschlag ging. Und das fanden wir nicht so geil, deswegen haben wir auch diese 4 cm Höherlegung wieder rausgenommen. Und haben jetzt nur noch diesen 10 cm Bodylift quasi da drin und die Reifen und. Und jetzt ist dieses Fahrwerk hier von Pedder Suspension, was hier gerade bei uns auf dem Tisch liegt, das gibt eine Höherlegung von 5 cm für vorne und hinten. Aber das macht das mit einem kompletten Dämpfer. Das heißt, dieser Dämpfer, das ganze Innenleben und auch die Abstimmung und auch die Feder sind auf diese Höherlegung ausgelegt. Das heißt, das wird nachher viel entspannter und schöner zu fahren sein und auch höher als Serie, trotz dieser Höherlegung. Das ganze Kit besteht aus Dämpfern vorne, Federn vorne, Dämpfer hinten und wie ihr auch schon seht, riesige, fette Blattfedern für hinten. Riesige. Mit dementsprechenden PU-Lagern noch für die Hinterachse und längeren Bügeln und alles Mögliche. Genau, weil die hinteren Blattfedern und die hinteren Dämpfer fliegen natürlich auch raus, weil hinten wollen wir natürlich auch ein bisschen höher kommen. Ja, und das wird von den Jungs gleich eingebaut. Wie gesagt, ich gucke nur zu und erzähle euch den ganzen Scheiß und tue so, als ob ich das machen würde, aber in Wirklichkeit mache ich das diesmal gar nicht. So wie immer. Hä? So wie immer. Ja, jetzt ist es raus. Ich habe ja eigentlich nie geschraubt. Das war immer wer anders. Ja,
War Tim. Ja, Tim schreibt. Ja, Tim und Lisa haben mir den Laden geschmissen. Marcel macht übrigens auch Chiptuning und Björn ist für den Online-Shop zuständig. So ist Habe ich irgendwas vergessen? Weiß nicht, das wird dir später vielleicht einfallen. Überleg nochmal. Ja, gut. Wie gesagt, ist ja jetzt für mich auch wieder der erste Tag. Ich bin vielleicht noch ein bisschen zerstreut. Keine Ausrede. Ich bin vielleicht noch ein bisschen zerstreut. Keine Rücksicht. Ist ja auch der erste Tag. Keine Rücksicht. Vielleicht bin ich noch ein bisschen zerstreut. Nee. Übrigens bauen wir gerade ein Fahrwerk. Ja, okay. Bei welchem Auto nochmal, Dorian? Fiat Panda. Jungs, hey, sollen das? Siehst du da, das sind die Jungs, die drei, der Bruder. Du machst den harten Job von Dorian. Ja. Und du auch. Verdammt. Du bist? Ja, oh. Ja, komm. Nein. Komm. Nein. Stell dich jetzt vor. Bobby, jetzt rette mich. Boah, weh, muss man mal ein bisschen üben hier, ne? Na, machen wir gut? Alles einmal kontrolliert, nachgeschaut? Ja. Aber das Schrauben fest sind. Ja, sieht alles sehr potent aus. Sehr. Oh. Also, irgendwie haben wir es heute, ne? Bobby hat gerade gesagt, er kommt mit der Schraube nicht ins Loch. Ja, Potenz. Und jetzt sieht es potent aus, ja. Nur dass wir gleich keine feuchte Stelle finden. Oh, geht schon. Solange er nachher ein bisschen länger, ein bisschen höher ist, dann ist alles gut. Das ist blöd, wenn man will gerne mit anpacken und irgendwas hochdrücken und ziehen und sowas. Wo man ja, das lässt so schön sein, ne? Haben wir uns verstanden? Ja, Mama. Gut, jetzt geh weg, mach irgendwas Produktives. Du bist sowas von on air. Krank. Kurzes Update. Hinterachse ist drin. Zeigt die mir euch sofort. Aber was viel geiler ist, sind die Räder. Das sind die originalen Reifen. Ne? Schön. So für den Straßengebrauch des Amaroks oder so Großstadt Amarok. Und das ist der Amarok für Männer. Bäh. Ja, Mann. Schöne dicke Mickey Thompson Bayer-Reifen drauf oder Bacher, wie auch immer man das nennen mag. Oh Gott, nichts Falsches aussprechen. Nichts Falsches aussprechen. Sonst ne? das musst du doch wissen, Dorian. So, was sind das überhaupt hier? Ich weiß es gar nicht. Die Größe, das ist 305 60 18. Ja, habe ich mir schon gedacht. Hast du dir gedacht, ne? Gesundheit! Riesige Dinger. Und die sitzen auch auf der Hinterachse schon drauf. Und weil die auch noch Spurplatten kriegen oder schon gekriegt haben, sind diese Flaps, nenne ich sie mal, notwendig, den Schutz, um halt, weil in Deutschland immer das Profil muss ja immer nach oben hin und nach hinten so ein bisschen abgedeckt sein. Ne? Und deswegen einfach jetzt diese kleinen Kotflügelflaps hier dran, vorne genau das gleiche und dann kommt gleich vorne noch die Achse rein, die Stoßdämpfer vorne. Und dazu muss ich noch eben kurz was erzählen. Ich habe ja vorhin schon was erzählt, aber noch eine neue Info gekriegt, weil diese Stoßdämpfer haben mehr drauf als die Originalen. Mehr drauf? Ja, mehr drauf, warte. Genau, ich muss mal eben kurz hier spicken, nimmt mir das nicht übel. Also diese Stoßdämpfer sind keine gewöhnlichen Gasdruckdämpfer, so wie die Originalen, sondern es sind Formcell- bzw. Schaumstoffdämpfer. Das heißt, in diesen Dämpfern befindet sich wohl Schaumstoff und da ist außen eine dünne Neoprenschicht. Hallo Björn. Ich werde hellhörig. Ja, hört sich gerade an wie ein Taucheranzug. Also hier steht, dabei übernimmt die eine dünne Neoprenschicht in der äußeren Kammer des Dämpfers die Funktion von Gas, um das Öl zu komprimieren. Vorteil dabei ist, kein Aufschäumen des Dämpfers möglich, da kein Gas vorhanden und bessere Kühlung, daher längere Haltbarkeit im Gelände. Das heißt, Schaumstoff quasi, dadurch kann das Öl genau nicht schäumen. Ich denke, wenn der Dämpfer im Gelände wirklich immer richtig was zu tun hat, schäumt das Öl darin wohl auf und dadurch leidet wohl die Dämpfungsleistung und das kann hier nicht passieren. Das heißt, man hat wirklich im Gelände auch eine bessere Dämpfung, was ja geil ist, weil
bessere Dämpfung, kennen wir von KW-Fahrwerken, ist immer geil. Das ist einfach nicht nur optische Höherlegung, sondern auch wirklich Verbesserung der Performance. Performance? Geil. Das wollte ich euch nur eben kurz noch sagen, bevor wir es vergessen. Ja, und dann melden wir uns gleich, wenn das Auto wieder auf seinen eigenen Rädchen steht. Der Vergleich zu unserem ist halt, dass wir quasi die Höherlegung über die Räder und das Bodylift haben. Wir haben ja quasi den Rahmen von der Karosse getrennt und da halt diese 10 cm Spacer eingesetzt. Und das Fahrwerk bei uns ist eigentlich original. Da ist gar keine Höherlegung mehr drin. Ich werde das Ding nachher mal Probe fahren. Wenn die wirklich geil sind, wäre das noch eine Überlegung für unseren, das mal so als Upgrade zu machen. Ansonsten kriegt der auch einen Bügel vorne wie unser und auch noch einen Überrollbügel nachher hinten an der Ladefläche, auch ähnlich wie unser. Und noch Trittbretter, auch ähnlich wie unser. Ja, der hat halt nur jetzt diese kleinen Kotflügelverbreiterungen hier und wir haben halt die etwas dickeren Backen. Ja.